Der Birnbaum ist landschaftliches Wahrzeichen des Mostlandels. Aus diesem Grund fertigten Meinrad Meierhofer, Thomas Waldenberger, Walter Holzinger und Hermann Gscheider im April gemeinsam Skulpturen aus Birnbäumen. Im Rahmen der Landlwoche präsentierten sie diese nun der Öffentlichkeit. Ich habe mich vor allem mit den Formen des Wachstums der Bäume beschäftigt, also wie die Pflanzen den Weg zum Licht finden, und habe dann versucht, mit der Bildhauerei das nur zu unterstreichen, indem ich das freigelegt habe und verstärkt habe, nur was aber vom Baum schon vorgegeben war. Also das Allerwichtigste war eigentlich die Kommunikation unter uns sogenannten Künstlern, also der Austausch und die Auseinandersetzung mit dem Material vor Ort, das relativ klassisch passiert ist, also mit dem klassischen Material. Jeder der vier Bildhauer ging beim gemeinsamen Arbeiten mit anderen Ideen ans Werk. Während der eine zu flechten begann, trieb ein anderer Keile ins Holz. Das Flechten ist eigentlich eine ganz neue Tätigkeit, die habe ich eigentlich vorher nicht so in diesem Sinne gemacht, nur dazu mit einem Wied etwas flechten. Aber es war eben Anlass diese Birniade und auch der Wied, der eben vom Birnholz ist, den habe ich dann verwendet und habe meine Skulpturen gemacht. Keile bedeuten für mich ein Zusammenfügen, ein Halten und auch ein Trennen. Also man sieht, Keile können zerstörend wirken, wenn man in einem Holzstück einen Keil reintreibt, zum Klirren, wie man bei uns sagt, treibt man das Holz auseinander und verarbeitet es zum Brennholz. Da ist genauso eingetrieben, das Holz, und es kann trennend wirken und verbinden. Umrahmt wurde die Präsentation der birnenen Skulpturen vom Tanztheater Monika Eigner mit einer Performance. Außerdem las der gebürtige Kaspolshofner Markus Schmalwieser verschiedene Auszüge aus seinen Texten vor. Der Betrunkene hebt kurz die Hand und geht stolpernd mit gesenktem Kopf weiter. Er verschwindet hinter der Wegbiegung. Du kannst wirklich froh sein, da haben wir schon einen Klick. Beide schweigen wieder kurz. Na also, bei uns ist schon wie ein Paradies. Gräsen. Nein, ich möchte nicht in der Stadt gehen. Nein, das war nichts für mich. Ja, ich habe eigentlich zusammengesucht, was ich gehabt habe. Und das habe ich dann vorgelesen. Worum geht's da? Ja, um ganz verschiedene Sachen des täglichen und im Speziellen meines Lebens. Also teilweise halt Sachen aus meiner Arbeit als Gewässerökologe. Abenteuer, dann halt Abenteuer, die man erlebt in seiner Verwandtschaft, in seiner Umgebung. Dem Verein Spielraum in Gaspelshofen war es ein Anliegen, den leerstehenden Hafner Stadel zu nutzen. Auch für die nächsten Wochen und Monate hat der Verein viel geplant. Wir haben jetzt das dritte Mal, glaube ich, dabei bei der Landlwoche. Ich weiß nicht, gibt es schon öfter oder nicht. Es ist relativ neu entstanden. Letztes Jahr war es ein Bernhardweg, der gegangen worden ist, heuer eine relativ große Sache. Ja, wenn es finanziell tragbar ist und wenn es uns nicht ganz zu weit rein hat. Und heute war der Besuch überraschend gut und dicht. Dann werden wir wahrscheinlich nicht so schnell sagen, das tun wir nicht mehr. Oder da überlegen wir sich nicht wieder was Neues. Moderiert hat die Präsentation Karl Herndler, der den Birnbaum als Symbol der Landlwoche entwarf. Er erklärt, warum Kunst für das Landl von so großer Bedeutung ist. Das Mostlandl ist nicht nur Most und Landwirtschaft. Das Mostlandl ist die Verbindung aller Lebensbereiche in diesem schönen Land. Und Kunst kann man nicht nur in Passau, Linz und Salzburg genießen. Es lohnt sich auch, nach Gaspolshofen und nach Degernbach und nach Christkirchen mitten aufs Land zu fahren, um Qualität zu erleben.